also wir haben jetzt hier den Bürgermeister von Bubenreuth. Hallo, Herr Stumpf. Hallo, Frau Mann. Schön, dass Sie da sind. Gerne. Was bewegt Sie denn, zur Ausstellung Sinfonie Macquarie zu kommen? Was bewegt mich? Das Interesse an dem Musikinstrumentenbau, an unseren Handwerkern oder ja, die hochwertige Manufaktur, die aus Bubenreuth kommt, dass man das alles verfolgt. Weshalb liegt Ihnen denn der Instrumentenbau so am Herzen? Der Instrumentenbau hat Bubenreuth zu dem gemacht, was es heutzutage ist, hat es weltweit berühmt gemacht. Und mir liegt sehr viel daran am Herzen, dass man einerseits der Geschichte auch dran denkt und auch zukünftig unseren Instrumentenbauern eine Basis, eine Plattform bietet. Ihr Großvater stellte ja Zubehör für Musikinstrumente her und prägte sie da möglicherweise. Sie selbst spielen ja aber kein Instrument davon. Zumindest kein Streich- und Zupfinstrument. Okay. Mein Großvater, ja, hat im Zubehörhandel war er tätig. Er hat Covers oder Etuis hergestellt für Streichinstrumente, war da bei der Firma Winter beschäftigt, hat mich ja vielleicht schon ein wenig geprägt, aber er ist leider zu früh verstorben, dass ich noch mehr von ihm hätte übernehmen können. Sie leben ja in der sogenannten Geigenbauersiedlung Bubenreuth. Welche Historie steckt dahinter und hat diese auch heute noch spürbar etwas mit Geigenbau zu tun? Heutzutage sieht man ja vielleicht an den einen oder anderen Denkmal. Wir haben in Bubenreuth am Eichenplatz das Geigenbauermandel. Das ist ein Nachbau des Denkmals aus Schönbach, das dort entstanden ist. Ein Mann, der, ein Geigenbauer, der sein Instrument in der Hand hält. Wir haben eine Malerei an einem alten Siedlungshaus, die an die Geschichte der Geigenbauer erinnert. Und die Werkstätten, die man teilweise in den Hinterhöfen noch sieht oder in den Grundstücken angesiedelt. Und es ist immer noch, der Charakter ist einzigartig, wenn man da durchläuft. Das kann ich mir gut vorstellen. Dann vielen Dank. War sehr informativ. Danke, gerne wieder. Tschüss.